NDR 2 präsentiert. Frise 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Kai aus Posshausen muss jetzt im Frühjahr seine Garage entrümpeln lassen und fragt, was würdest du machen? Festpreis oder nach Aufwand? Ach, gibt's sowas noch? Entrümpler? Kai, mach das doch wie alle. Schmeiß den Scheiß doch einfach vor der Auffahrt und mach ein Schild dran, zu verschenken. Oma, was soll das denn? Der Mann will Lebenshilfe. Nein, also Kai, mein Ernst. Wenn man sich mal so umguckt, lässt sich feststellen, zu verschenken ist das Neue in Straßengraben schmeißen. Das ist das Gleiche wie Sperrmüll früher, als es noch geil und umsonst war. Ha. Nur, dass du heute noch so ein selbstgemaltes Schild an deinen Müll pappst. Das ist doch nachhaltig. Nachhaltig. Da stellen Leute einen alten Backofen an der Straße. Da sieht man schon, dass der Schrott ist. Da ist noch eine alte Pizza drin. Zu verschenken. Am besten noch abholen lassen von eBay Kleinanzeigen. Oma. Designklassiker. Federkernmatratze dreiteilig. Wenig Flecken. Fünfter Stock für Selbstabholer. Alter Mörtel, bereits im Sack ausgehärtet, als Sockel verwendbar, zu verschenken. Asbestdach, Original 60er, leicht vermoost, bis heute 16 Uhr abzuholen. 200 Liter Fritteusenfett mit leichten Gebrauchsspuren. Hab's verstanden. Alte Zankerwaschmaschine Toploader, gratis für Liebhaber. Achter Stock, Fahrstuhl kaputt. Ja. By the way, alter Fahrstuhl, defekt. Umsonst an Bastler zum Selbstausbau abzugeben, wenn ich damit noch jemanden eine Freude machen kann. Also, ich fasse zusammen. Ein Tipp mit gewissem Augenzwinkern. Da kannst du einen drauf lassen. Sorry, Kai. Aber ich musste das einfach mal loswerden. Kann er sich ja nur auch nichts von kaufen. Kannst du doch so nicht sagen. Nein, wie gesagt. Omi macht nur Spaß.